Finalissima in der deutschen Eishockey-Liga. Finale, Spiel 7. Der ultimative Höhepunkt zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin. Zum 14. Mal in der DEL-Geschichte ein Spiel 7. Zum zweiten Mal nach 2014 in einem Finale. Nach 1-3 Rückstand haben sich die Eisbären dieses Spiel 7 erkämpft und kämpfen auch in diesem Berlin in Überzahl, in den weißen Trikots und mit dem perfekten Start. 12. Spielminute. Micky Dupont mit diesem Schlagschuss ins kurze Eck. Nicht voll getroffen. Dafür ist er aber richtig gut. Und Berlin geht in Führung und die Mercedes-Benz Arena, sie bebt zum ersten Mal beim Public Viewing. Es dauerte aber nicht lange, ehe der zuletzt zweifache deutsche Meister eine Antwort findet. Conny Abelshauser, wie schon in Spiel 6 in Berlin, auch diesmal der Verteidiger für den 1:1 Ausgleich verantwortlich und damit auch München in seinem ersten Spiel 7 der Clubgeschichte voll dabei. Was dann folgte, waren bange Minuten und waren unglaubliche Minuten in diesem Spiel 7. 2:1 durch John Matsumoto, sein 6. Tor in dieser Finalserie. Und was für eines, der Bürgermeister von Dangle City bringt München in Führung. Und nur 10 Sekunden später von Bulli weg, Kettemer mit diesem Pass, dann Masek und vor dem Tor Steven Pidisotto. Heute am 34. Geburtstag mit dem Tor im Finale zum 3:1 Doppelschlag München und ein hartes Stück für Berlin. Es war aber noch nicht vorbei. Innerhalb von 3,5 Minuten machte München nämlich 3 Tore. Das nächste in Überzahl durch Mats Christensen. Der arbeitet diese Scheibe hier an allen vorbei hinein über die Linie. Und München feierte schon nach 20 Minuten, obwohl Berlin richtig gut mitgespielt hatte. 3,5 Minuten zum Vergessen. Hinein in Abschnitt 2. Berlin bemühte sich, Berlin kämpfte und Berlin hatte Chancen. Aber München immer stärker werdend in der Defensive. Und auch Danny aus dem Birken gab, wenn er den Puck hatte, keinen mehr her. Dann Überzahl für München. Joslin mit dem Schuss und dann Steven Pinisotto mit einem Tor, wie man es vermutlich nur in Spiel 7 erzielen kann. Genau hingeschaut, im Liegen angelt er, reckt sich, streckt sich und bringt das Ding hinter Petri Vehanen ins Tor. Das 5:1 und spätestens jetzt hatte man in München ganz leichte Schritte und schon den Meistertanz auf den Tribünen. Aber diese Serie wäre nicht diese Serie, ginge es nicht immer weiter. Letztes Drittel, Berlin kommt mit dem frühen Tor, 45. Minute. Jamie McQueen, auch für ihn wie Matsumoto, 6. Tor bereits in dieser Finalserie. Doch München hatte erneut eine Antwort. Pinisotto, Kettemer und dann Brooks Masek im Nachsetzen mit dem 6:2. Nicht einmal 2 Minuten nach dem Anschluss für Berlin wieder 4 Tore vor für München. Aber diese Serie ist unbeschreiblich und auch der Charakter der Berliner Mannschaft, denn die machte weiter und die kam wieder zu einem Tor. 48. Minute, Schuss von Wissmann, zweimal abgefälscht als letzter. James Shepard am Puck und die Hoffnung bei Berlin, sie lebte weiter. Doch es wurde nichts mehr. München gewinnt Spiel 7 mit 6:3 und holt sich den Titel Hattrick. 8. Titel für Don Jackson. Uwe Krupp zum 3. Mal in einem Finale geschlagen. Heute nicht unser Spiel gespielt. Ja, gerade im ersten Drittel haben wir nicht gut gespielt. Deshalb München eiskalt ausgenutzt und dann war es schwer, wieder zurückzukommen.
ja, man arbeitet so lange hin und jahrelang gewinnst du gar nichts. Auf einmal, ja, bist du mittendrin und jetzt ja vier in Folge. Also ich bin unfassbar stolz, dass ich dabei sein durfte. Ich durfte in großartigen Teams spielen und so feiern wir das auch. Das 407. Spiel in dieser DEL-Saison bringt die Entscheidung und München am Ende unglaublich glücklich mit dem Pokal und die Feierlichkeiten, die dauern bis die nächste Saison beginnt.